Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt. Aloha. Ja, ich bin wieder da. Braun gebrannt, eigentlich gar nicht. Nee. Aber du bist jetzt auch schon eine Zeit lang wieder hier. Ich wurde gefragt, ob ich meinen Urlaub im Keller verbracht, nee, in der Kneipe verbracht habe. Von dem, der uns immer das Bier sponsert. Egal. Herzlich willkommen, also Fridtjof, ich bin wieder da. Für euch hat sich ja nichts geändert. Ihr habt das ja nicht mitgekriegt, aber vermutlich habt ihr in dem einen oder anderen Zwischensatz mitgekriegt, dass Fridtjof weg war und wir vorproduziert haben. Und für uns... Ich war sehr traurig. Wir haben quasi 5 Wochen geweint. Ja. Und bevor irgendwelche CO2-Debatten hier entfachen, das ist rein beruflich. Rein beruflich. Du bist rüber gesehen. Sehr gut. Und ja, da das ja auch eine Berufsreise quasi war, wie nennt man sowas? Berufsreise? Nee. Dienstreise. Ah, ja. natürlich aus der Kona Brewery. Sehr schön. Und ein Hibiskus. Zeig doch nochmal sein schönes. Habe ich auch seit letztem. Ich habe auch Neues. Die Dose sieht schon mal cool aus. Hibiskus Brut IPA. Brut IPA haben wir ja relativ neu erst für uns entdeckt. Das gibt es ja auch noch gar nicht so lang. Gar nicht so lange her, dass wir das Video raus ist. Genau. Also für uns ist es lange her, dass wir es das letzte Mal getrunken haben, aber das Video gerade vor kurzem erst veröffentlicht. Brut heißt... Endvergoren, genau. Sektartig soll das sein. Da warst du dabei. Guck mal, was vergesse ich alles. Das war das Krüsch. Das fand ich nämlich schon so geil. Und dann haben wir irgendwann im Supermarkt, beziehungsweise ich habe es nicht entdeckt, sondern ein Kollege, der dann gesagt hat, das bringen wir doch mal dem netten Fridtjof mit. Voll geil. Sehr geil. Fridtjof ist schon echt cool. Das ist das richtig Bock auf Hawaii. Das ist ein wandelndes Klischee, ne? Ja. Ja, also das ist eine rosa Dose, also muss man auch ein bisschen mögen. Brut IPA hat 8,2%. Das dachte ich auch gerade. Weißt du mal, es ist sehr früh heute eigentlich. Ja, am Samstag. Es ist tatsächlich relativ früh, aber wir brauen auch schon seit ein paar Stunden. Ja, das ist besser. Das Kona Brewing, Kona Brewery, da habe ich ja schon mal im letzten Jahr hatten wir das. Welches Bier war das? Ist auch egal. War es das Longboard? Die haben saumäßig viele verschiedene Biere. Nicht alle davon sind richtig gut. Die haben auch so langweilige Geschichten wie ganz normales Lager, was wir da so, naja, zwischen Frühstück und Mittag häufig trinken. Er macht richtig Werbung. Ja, sein Job. Harte Arbeit. Das kennst du auch nicht. Harte Part. Das kennst du noch nicht, oder? Das kenne ich. Ich darf dazu gar nicht so viel gleich sagen. Die haben halt immer so dieses Surf-Ding als, Konzept. Ja, gut, was willst du auf Hawaii machen? Da kannst du nicht den Wikinger bringen. Nee, und vor allem, das ist ein dankbares Thema. Oh, Alter. Aber richtig geil, ne? Hopfenbombe. Ja. Ich trinke jetzt gleich zum ersten Mal aus dem Glas übrigens. Wir haben es immer nur aus der Dose getrunken. Das heißt, die Farbe kennst du auch noch gar nicht davon? Nee. Die richtige Genießer. Das ist keine spannende Farbe. Ich dachte, es wäre ein bisschen jetzt... Ah, ich hätte auch roter gedacht. Ja. Doch, könnte auch im Herzen sein, oder? Es hat einen ganz leicht... Sehr rötlichen Einschlag, ja. Also so einen rosanen Einschlag, aber man hätte eigentlich viel mehr sich erwartet. Aber die Schaumkrone ist top. Was glaubt ihr, was das kostet? Oh, ein Sixer? Generell teuer. Ein Sixer Ding, davon? Ja, im Supermarkt. Hawaii ist richtig teuer. Gibt es das als Sixer zu kaufen? Ne? Nur als Sixer. Achso. Ich sage... Ich habe gar keine Ahnung. $8 hast du gesagt, ist ein normales Bier im Laden. Nee, in der Kneipe. Ja, also ich meine in der Kneipe. Achso, genau. Also ist, sagen wir $5 so. $25. $10 nur. Was? Boah, Alter. Und so eine Plörre bringst du uns hier mit. Ja, genau. War ich echt erstaunt. Vor allem, dass ich war schon relativ am Limit mit meinem Koffergewicht. Von daher, dass ich das für euch mitgebracht habe. Also und für mich natürlich auch. Das heißt, wir 3 für uns, 3 für dich. Nee, das hat Jürgen mir gesponsert, der nette Mann, der uns auch den Appleboy gesponsert hat. Alles wieder wie vor. Also es passt alles ineinander. So, jetzt schreiben wir mal den Geruch. Sehr schön hopfig, dabei aber gleichzeitig total süß. Die Brut-IPAs bestechen auch durch eine hohe Restliste. Ja, genau. Da haben wir es wieder. Aber das riecht doch süß. Riecht süß, ja. Also. Aber eher dieses fruchtig-süße. Ja, genau. Aber ja, also so richtig beerig irgendwie. Du meinst halt nicht diese Malzsüße, sondern Hopfensüße. Genau, also man kann ja glaube ich, nur schwer riechen, wie süß es schmecken wird, oder? Meistens weniger als das, was du riechst. Oder nicht? Da muss man retronasal riechen. Das hat er uns in der Störtebeker. Genau. So schnarchen über dem Bier. Mit offenem Mund über das Bier hängen und durch die Nase einatmen. Ey. So wurde es erklärt in der Brauerei. Und grunzen dabei. Retronasales Schmecken. Das sieht wahrscheinlich gar nicht bescheuert. Aber ich schmecke damit gar nichts. Aber es riecht doch schon mal richtig cool. Ja, es riecht wie ein Obstsalat. Ja. Ja, mit ein bisschen Hibiskusblüten oben rüber. So. Das ist... Unsere Videos. Aber es hat auch so ein
Ja, unsere Videos werden zu lang. Ja, das machen wir. Die haben wir immer. Aber Schaumkonsistenz schnell weg. Schlecht. Das war zuerst war sie ganz gut und dann schnell weg. Deswegen ist ein klassisches Dosenbier auch. Ja. Aber ich finde. Ja. Es ist so geil. Es weckt ja auch immer was im limbischen System. Ja, bei dir natürlich sowieso. Ja, also ich bin da eigentlich nicht ganz neutral. Ich finde als allererstes bemerkenswert, wie nah der Geschmack am Geruch ist. Ich finde, oft hat man, dass der Geruch total fruchtig ist und dann bringt das Bier das nicht mit oder andersrum oder das man hat mehr Malzsüße oder nicht. Schwächer ist, als dass das so riechst. Genau, aber hier finde ich das ziemlich identisch. Wenn ich sogar noch krasser, als dass du riechst. Zusätzlich sehr bitter. Ja. Genau, aber das Blumige. Aber das Bittere mag ich da rein. Ich finde einfach. Bitter. Magst du nicht? Doch, mag ich. Ach so. Mag ich. Also, das ist furztrocken. Ja, genau. Ja, also, und dieses bisschen Sektartige, finde ich, kommt in diesem Brut IPA gut durch. Ja. Muss man es immer wieder vergegenwärtigen, dass es ja ein Brut ist. Und da macht es ja noch viel mehr Sinn. Wenn man es dann. Ich denke, ich trinke es die ganze Zeit als ein IPA und denke, wow, schön bitter und sehr blumig. Aber wenn man dann sich nochmal bewusst macht, dass dieser Brutcharakter da drin ist, macht es noch viel mehr Sinn. Also ich finde es sehr lecker. Ich auch. Das war wirklich unser Favoritenbier. Vor allem von den anderen auch allen? Und sind das auch unabhängig Trinker oder sind das eigentlich Biertrinker, die aber ganz viele von denen, die eigentlich so IPA gar nicht so gerne mochten und so Double IPA sowieso nicht und die stärkeren auch nicht, die fanden das immer richtig gut, weil diese 8,2%, die merkst du kein bisschen im Geschmack, in der Wirkung zu deinem Kopf. Ja. Das ist ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. 8% für 10 Euro, für 10 Dollar. Das ist ein ganz, das ist wirklich fast günstig für also hawaiianische Verhältnisse. Aber, für einen Sixer 10 Dollar. Ist ja quasi, ist ja sogar für Deutschland relativ günstig, oder nicht? Für ein Craft Beer schon. Ja. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist IPAs nicht zu mögen und das zu mögen. Ich finde, das ist schon krasser. Sehr deutliche IPA-Noten. Die, vor allem also die Bitter ist noch krasser drin. Total bitter. Doll. Dieses Fruchtige, das aber deutlich aromafruchtig ist. Also ich glaube, diesen Brutcharakter haben die perfekt rausgearbeitet. Also das ist halt, glaube ich, auch so ein... Aber die Schwere fehlt halt bei diesen Brotbieren von... Die Schwere vom... Diese Malzschwere fehlt. Ja, aber das finde ich aber gut. Die hast du doch das in vielen IPA nicht. Das ist gut, dass aber mir fehlt. Mehr als in dem. Mehr als in dem hat man den normalen IPA. Es ist ja offensichtlich, ist es ja auch so, die werden ja schon recht haben, wenn sie sagen, sie mögen kein IPA, aber sie mögen das. Das muss man ja einfach als subjektive Wahrnehmung so hinnehmen. Also mir gefällt es sehr gut. Mir auch. Ich kann es mir auf Hawaii auch noch besser vorstellen, als hier jetzt, wenn er nicht aus dem Fenster guckt. Es wehen so die letzten Blätter vom Baum. Es regnet, es ist grau, es ist noch nicht einmal hell geworden heute und wir haben... Mitten am Tag. Mitten am Tag. Magst du uns eigentlich sagen, ich spiele es gar nicht. später Nachmittag oder so. Find's ja auch mal geil, die machen halt saisonal auch verschiedene so Limited Release Dinger. Das heißt, also das wird es wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr geben. Ja, steht drauf, das ist sehr geil. Und das ist ja eben auch irgendwie, die haben ihre Standardbiere und dann probieren sie auch mal ganz viel rum. Das ist ja auch letztendlich keine kleine Craft-Beer-Brauerei. Ich wollte gerade sagen, die sind schon groß, ne? Auf dem Fest, dann haben die auch eine Brauerei. Ah. Man kann also nicht nachvollziehen, ob das wirklich auf Hawaii gebraut wurde oder in Portland. Ah, weil beides draufsteht. Kona, Hawaii. Portland, Oregon. Or, achso. Achso, meinst du mit Ohr oder was? Or Portsmouth? Meinst du oder? Weil das oder ist das OER Oregon? Ich dachte, es wäre Oregon und HI ist Hawaii, OR ist... Ah, und wo ist es nun gebraut? Ja, weiß ich nicht. Also sie scheinen ja... drei verschiedene Standorte zu haben. Ich dachte zwei. Das ist mir ehrlich gesagt neu, dass sie drei haben. Ist auch egal. Auf jeden Fall ein geiles Bier. Ja. Nun erzähl doch nochmal, was gab es denn sonst so Geiles auf Hawaii? Zwei Deutsche haben den Iron Man gewonnen. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark gesehen. Ja, so ein kleiner. Ich würde nicht ins Wasser gehen, wenn ich nur wüsste, dass es die da gibt. Aber wir haben die ja sogar gesucht. Riffhaie haben wir. Wir haben einen, der war vielleicht 1,50 Meter irgendwie. Ja, recht weit weg gewesen. Einen fetten Manta-Rochen hatte ich unter mir. Und wie fühlt sich denn, wenn du das Ding durchschwimmt? Das ist die Frage ist, wie er sich fühlt. Also das frage ich mich. Oh nein, halt der Rauchen hat bestimmt die ganze Zeit gedacht, hoffentlich ersticht er nicht. Du bist ja kein Stachel. ja klar, Delfine noch und nöcher bis zur... Ist der Vulkan wieder ausge... Also sagt ihr... Nee, der ist gesperrt, weil die... Also der Mauna Kea, die höchste Erhebung auf Hawaii, also der höchste Vulkan auch, ist gerade mehr oder weniger gesperrt, weil die Einheimischen protestieren gegen ein neues, gegen eine neue Sternwarte quasi.
Also ein Highlight von Hawaii ist gerade nicht begehbar. Was ist deren Grund des Protests? Ja, das ist ein heiliger Ort für die. Ne? Das heißt, die wollen nicht, dass man den noch weiter verschandelt. So wie die Maori, für die ist ja auch jeder Berg heilig. Genau, das ist doch ganz cool, dass sie es geschafft haben. Ja, und da. Aber Sternwarten sind auf Hawaii mega beliebt, weil die Luft so klar ist, ne? Genau, die haben da ja keine, wie nennt man das? Lichtverschmutzung. Also keine Lichtverschmutzung. Ah, deswegen kannst du auch das Bild machen. Mit der Milchstraße. Das ist jetzt gerade off-topic, aber was du da bei dir im Zimmer hängen hast, wo du ganz gut das sehen kannst, da, ist das deswegen so, ne? Das, was als Foto da hängt. Ja, du kannst die ganze Milchstraße sehen. Das finde ich, das ist echt schön. Ja, ist nice. Highlights gibt es da jede Menge. Es ist einfach eine geile Insel. Also wer Bock auf gutes Bier hat und Bock auf Baby Sharks hat und auf Tigerhaie, die gibt es da auch. Der kann in Kiel bleiben. Wir haben hier die Ostsee und auch... Delfine haben wir auch. Heringshaie haben wir. Ja, wirklich. Nee, ja, ich dachte, Heringshaie sehen aus wie weiße Haie. Habe ich mal gegoogelt. Aber sind kleiner oder was? Ja, aber da wurden auch schon Menschen von gefressen, meine ich. In der Ostsee? Ja, die sind halt, die gehen bis sonst wo. Ist das Thema Kiel auch wieder gefährlich? Oh fuck, ey. Kiel ist saugefährlich. Du gehst also nie wieder baden. Nee. Generell halte ich mich von Wasser Thema auch fern. Durch. Sehr schön. Vielen Dank für die Schmuggelage. Ja, danke schön. Ich hatte so Schiss, dass mir die Dinger hochgehen im Koffer, ne? Also. Wobei, das wäre schon geil, wenn die ganzen Klamotten schön nach Hibiskus riechen. Ja, das neue Weichspüler. Das bleibt ja auch immer so. Das finde ich schlimmer. Ach, einfach geil. Geile Fruchtsüße, geile Fruchtigkeit, ordentlich bitter, lecker, vollmundig. Und eine schöne Dose. Und eine schöne Insel. Und eine schöne Insel. Fahrt da mal hin. Ja, kauf euch die Dose. Ist nicht weit weg. Am geilsten ist in der Kona Brewery direkt Bier zu trinken, Pizza essen. Der kannte uns sogar noch, der Kellner vom letzten Jahr. Ja, ihr seid die deutsche Gruppe, die letztes Jahr auch schon hier war, ich oder? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das haben wir danach auch gesagt. ja. Also, in diesem Sinne, wir treffen uns alle irgendwann mal in der Kona Brewery und trinken ein schönes Hibiskus Brewed IPA. So machen wir das. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen da, wenn euch der Quatsch hier gefällt. Und wir gucken jetzt mal, was unser Bier da hinten vor sich hin brutzelt, blubbert, was weiß ich. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Tschüssen. Ciao.